ich glaube, das ist ein super Übergang. Mehr Musik geht nicht. Wir freuen uns riesig auf unseren zweiten Gast heute Abend. Sie ist aus Bern. Sie ist in Bern geboren, ist dann kurz mal zu Australien daheim gewesen, ist aber nachher zurückgekommen, hat jetzt gerade ihre erste EP rausgebracht und wir sind einfach mega Fan von ihr. Sie macht super Musik und geht sie schauen, wenn ihr irgendwie könnt. Sie ist heute Abend hier bei uns, Jessica. Trinkst du etwas? Was möchtest du trinken? Ja, das Ingwerer hat recht gut ausgesehen. Also, das Ingwerer. Alle haben noch Reste. Erzähl mal vom Wägeli. Ah ja, auf der Bühne hatte ich Alben so ein Holzwägeli. Ich war in Shanghai, wo ich die Idee hatte. Und dort hat es wirklich mit in der Stadt so Leute gehabt, wo es wirklich hat ausgesehen, als hätten sie von den Bauernhöfen irgendwie so Holzwägeli in die Stadt, den ganzen Weg in die Stadt so gebracht. Und sie haben von diesen Wegen Essen verkauft. Und das ist, dann habe ich gewusst, aha, das ist mein Bühnenbild. Das Holzwägeli auf der Bühne. Und nachher, das Gegenstück ist ja, das sieht so aus wie ein Fotoapparat, wo du das quasi alles von deinem Bauch aus kannst steuern, was nachher hinten läuft, oder? Das Darth Vader Gradley. Das Leiter, yeah, genau. Er hat hier so einen Gurt, eigentlich, wo er so kann, ja, es hat so Knöpfchen drauf. Da kann ich eigentlich von weitem einfach meinen Laptop ansteuern und sagen, welcher Teil, wenn was kommt. Und dann kann ich gut auf das Publikum reagieren. So, wenn jetzt gerade dieser Teil mega gut läuft, kann ich sagen, okay, jetzt bringe ich ihn nochmal. Und so. Oder ich kann, okay, weitergehen. So. Und wie viele Knöpfe hat es denn hier zum Drücken? Für jetzt die es nicht so mit Knöpfen haben? Also ich habe zwei Sessions, die ich alle nochmal brauche. Und es sind 4x8. Ja. Aber dort würde es mir schon. 8x8, ja. Yeah. Du machst Musik, Inhalte, Video, also Videos, Wasch, Bühnenbild, alles. Yeah. Ich glaube, Plakat sogar, alles, yeah, selber. Ja, ich bin immer wieder ein bisschen überrascht, wenn Leute kommen und sagen, ja, aber hast du die Musik selber geschrieben? Das kann doch nicht sein. Und ich sage, okay, mal. ja, also ich sehe mich eigentlich an erster Stelle als Produzentin, Musikproduzentin, Komponistin. Und der Rest kommt einfach irgendwie dazu, weil ich im Kopf recht ein klares visuelles Bild habe. Einerseits bin ich einfach wirklich auf mich gestellt. Und das ist recht ein geiles Gefühl. Also vor allem auf der Bühne ist das recht ein geiles Gefühl. Es ist so ein Risiko. Es ist so ein Adrenalin, ein Risiko, das ich eingehe. Also, ja, ein Risiko, ja. Ich könnte jetzt wirklich verkacken und es wäre wirklich an mir. Aber dafür, wenn es abgeht und wenn es gut läuft, und das kommt auch vor, dann ist es einfach auch weg mir. Wie war es für dich so? In Australien hast du in Sydney gewohnt, gell? Wenn, yeah, ich das richtig im Kopf habe. Du kommst so von Sydney zurück auf Bern. Ja, das Lustige war, dass ich kein Berndeutsch konnte. Ich bin zwar halb Schweizerin, aber daheim in Australien haben wir nur Englisch geredet. Und so habe ich es eigentlich quasi erlebt, als Ausländerin in die Schweiz zu kommen, weil ich zwar einen Pass hatte, aber eigentlich recht wenig von dieser Seite von meiner Kultur, von meiner Familie eigentlich mitbekommen habe. So, ich stelle jetzt mal noch die Behauptung auf von Jessica. Okay. Eine von ihrer Leidenschaft ist Häkeln. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich muss jetzt unbedingt einen Punkt holen. Ja, es stimmt. Ich habe die Ohrenpänke gesehen und das sieht irgendwie, ja, gehäkelt aus. Ich sage auch, es stimmt. Nein, du sagst jetzt gar nicht. Nein, stimmt. Es gibt für jeden einen. Ja. Ich bin jetzt Steiner schon, ich tue Häkeln. Nein, ehrlich, du auch! Hey, Lisa und Jess! Mal zeichnen, meine Plakate machen. Hey, wollt ihr noch zusammen schnell eure Namen tanzen? Hey, das habe ich nie, nicht einmal gemacht, der Steiner schon. Ich habe schon Steiner schon. Also, vorzeigen. Gut. Ich bin Klosterschule, da wird man schwul. Letzte Frage. Ich bin auch in die Öffnung. Letzte Behauptung. Du wolltest eigentlich Profitänzerin werden. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Sie war nämlich schon in dieser Schule, wo sie mega gut geworden wäre. Und dann musste sie hierher zügeln. Darum wollte sie gar nicht in die Schweiz, also, ja, sie konnte voll scheiße. Voll daneben. Darum tanzt sie im Video extrem viele gute Tänzer. Und man sieht, dass sie etwas von dem versteht. Aber das Gute,
weil sie so frustriert war in der Schweiz. Nein, weil du so frustriert warst in der Schweiz, weil es die Tanzschule in dem Sinn oder in dem Rahmen nicht geht. Dann hast du gefunden, jetzt mache ich alles Kreative und lass mit Musik raus, oder? Also, das ist so ein Katalysator. Hey, habt ihr jedes einzige Interview, das ich jemals gegeben habe, nachgeschaut? Sicher? Du hast dann gefordert. Ja, wir haben voll recherchiert. Kannst du noch etwas sagen? Hast du mal Tänzerin werden? Unbedingt, ja. Und jetzt bei euch? Wäre, glaube ich, sogar noch recht gut gewesen. Das habe ich dafür jetzt noch nie gesagt in einem Interview. Ich bereue es immer noch. Wirklich, ja. Ja, ich glaube, Tanzen ist einfach das, was mich am glücklichsten macht. Aber dafür mache ich jetzt die Musik, die ich dazu kann tanzen kann. Die ich interessant finde, um dazu zu tanzen. Also ist so. Hast du nicht das Gefühl, dass du einen guten Schuhlöffel siehst? Weil tanzen kannst du jetzt in deinen Videos. Man sieht, dass du tanzen kannst. Aber jetzt machst du deine Musik dazu, die du findest, die will ich und die kann ich am besten vertanzen. Klingt nicht cool, aber du weißt nicht mehr. Also du willst mich dazu einreden, dass ich das nicht mehr bereue, oder? Ja, ich heile dich heute Abend hier. Die Klügere kippt nach Gendern noch ein, dann weiss ja, ich, dass es eine gute Idee ist. Ja, sie kommen nicht mehr weg vom Heilen bei diesen Klosterschulen. Hast du noch eine Frage an Marco? Einfach nur schnell sagen, dass ich auch Klarinette gespielt habe. Jetzt sehen wir mal. Vorher, nachher. Es kann gut kommen mit Klarinette, es kann wirklich in die Hose gehen. Also zwingt eure Kinder nicht Klarinette zu spielen. Nur mit Glück wird etwas draus. Wir haben nämlich das Motto, haben wir etwas gesucht, das euch verbindet. Das wäre nicht gewesen. Es wäre Klarinette gewesen. Ja, ich würde sagen, mal, das war ein wunderbarer Abend. Wir haben wahnsinnig viel gelernt. Jazz kippt einen Abend. Ja, genau. Also wir haben gelernt, dass Weihnachtslieder auch schön tönen. Wir haben gelernt, dass Klarinette eigentlich ein super Instrument ist und dass wir verbindet und dass wir nächstes Mal unsere Gäste müssen bitte ihre Klarinette und Blockflöte auf jeden Fall mitnehmen. Wir haben gelernt, dass man in St. Gallen kann, bei den Rotlicht durch die Autoprüfung gehen. Wir haben aber auch gelernt, dass man in Bern die Autoprüfung bestehen kann. Und jetzt sag noch, dass ich gewonnen habe. Ja, also punktemässig bist du gar nicht so schlecht weggekommen, aber die Autoprüfung die gibt heute einfach extrem viele Punkte. Und darum ist Lisa die ganz grosse Gewinnerin.